Nachdem ich nicht gemerkt habe, dass mein Aufnahmeprogramm schon wieder 20 Minuten aufgenommen hat, bin ich nun endlich mit meiner Quest fertig und ich habe wieder unbenutzte Skillpoints zu verteilen an mein Geocremon. Das ist sehr gut. Und ich habe auch genug Zeug gesammelt, welches ich dann endlich jetzt auch einlösen kann und meine beiden Quests für die Frigim und für da hinten scheinbar auch. Ja, ich glaube, da hatte ich was angenommen. Werde ich mal schnell hingehen. Ist abgeschlossen. Durch das Tal der Impmon gehe ich zu Professor Doktor. Nein, das ist er nicht. Ich muss zu Impmon selbst. Kuratas Quest habe ich schon abgehäkelt. Ich habe so gesagt. Dafür habe ich 3 Tage gebraucht, denn ich habe seit 3 Tagen nicht gespielt. Beziehungsweise seit 4 Tagen. Aber der eine Tag, der erzählt euch, weil ich es eigentlich vorhatte. Aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Hahaha. So, mal sehen. Vegetation. Die geplant. So, da sind diese fertigen Quests. Nehmt es und zieht Leine oder so was ähnlich. Bitte sehr! Ich fühle mich erfrischt. Das ist sehr schön. Hier ist jemand mit einem Gatomon da. Dennoch wollen wir auch mal gucken, was in der Stadt alles so los ist. Dankeschön für das Heimschicken. So, mal sehen. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Hallo, ich will hier raus. Du wirst es lieben. Gehen wir zu dem hin, wenn wir es lieben wollen. Ah, Gummon, du bist erschöpft, aber keine Sorge, du darfst jetzt erschöpft sein. Digi Aura 30 Tage Box für 30 Terra. Ah, es tut weh. Santa Claus Kostüm. Und wir sind wieder im DRTS Center. So, werden wir mal gucken, ob wir was mit Impmon anfangen können. Da sind wir wieder. Und was ist das denn? Queen Chessmon. Können wir gleich mal unsere Dinger verkaufen, was wir nicht brauchen? Was haben wir denn hier? Black Star Hoodie? Nö. Ist zu wenig. Brauche ich im Moment nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nicht schlecht. Reward Coin. Kann zwar sein, dass ich jetzt ein bisschen viel verkaufe, was nicht. Wo man sich denken würde, bist du bescheuert? Aber so bescheuert bin ich eigentlich gar nicht, weil ich kann mit manchen Dingen anfangen. So, was hast du für Müll? Müll. Ja. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
Grace of Bayhuman. Gucken wir mal, was wir hier noch Schönes haben. Oh, warum sind hier aber so viele Tamer drin? So, dann probieren wir es mal. Wo ist das Impmann-Ei? Hier ist das Impmann-Ei. Registration. So, dann habe ich das jetzt. Und was ist das denn von Digimon? Sieht da toll aus. Von welcher Digitationslinie ist das Vieh? Sieht aus wie ein sechsflügeliger Mikroraptor. In riesig. So, wir wollen das. Da returnen wir diese Items. 24 Eierschalen. Sonst haben wir nichts mehr, okay. Dann sind wir jetzt mit... Nein, das ist das Lager. Scannen. Nein. Nein. Moment. Wir haben neue Bausteine. Wir haben grün. So, das ist sowas. Sowas. Aha. Oh, warum gibt er mir nur solche Broteier? Oh, das ist gut. Ich guck mal, wie viel es braucht. Low Data Input. Ist es nicht. Ich habe keine. Ah, ich habe keine Dunkelheit. Dinger. Wollt ihr mich verarschen? Warte mal. Was sagt denn das Lager? Wir haben. Das ist Devil, okay. Das ist Devil. So wie es aussieht, müssen wir noch ein paar böse Digimon töten. Um das zu bekommen. Wir haben Booster bekommen. Wir werden gleich mal gucken, ob das nicht doch eine tägliche Quest war. Aber ich habe das Gefühl, wir können das noch gar nicht machen. Mag komisches Gefühl sein, aber dieses komische Gefühl ist berechtigt. Jetzt muss ich sagen, ich bin mal gespannt. Bei ihm habe ich eine Quest offen. Ja, das weiß ich. Aber was für eine Quest habe ich bei den offen? Das war, glaube ich, bup. Ja. Use the items of Jumping Digimon Box. Use the Moonstone and EXP Ruby. Welcher Moonstone? Root of the good SSS. Oh. Nein, oder? Ich glaube, ich hab's nicht mehr. Wir müssen mal gucken, was wir hier in den Cashware. Was ist das für eine Reset-Kapsel?
Nein. Warum bekomme ich eine Kapsel? Was gibt's noch? Das ist das, was ich verkauft habe. Das habe ich für viel Geld verkauft. Das könnte ich auch wieder verkaufen. Start Adventure Argumon. Schön, dich zu treffen, mein Freund! Storrhage. Moment. Was sagt Storrhage darüber? Storrhage ist so nicht. New Tamer Curve Boost Ticket. Booster. Nein. Nein. Scheint nicht das zu sein, was ich eigentlich haben wollte. So, trotzdem. Ich gehe mal in die Storage. Ne, da wollte ich nicht hin. Ich in die Storage. In das Scan, Alter. Nein! Och, ich kann damit aber auch gar nicht umgehen. Ist das das Woodman-Ei? Ah, da dran. Daten. Schöne Daten. So. Versuche ich mal, ob ich hier Upamon töten kann. Wenn ich Pech habe, habe ich Pech gehabt. Bin ich gleich tot. Geht sogar. Ha, 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 ha. Geht sogar. Ja, das hält. Alter, hier kann ich trainieren? Mit meinen Chicken-Kombis und so und... Ultra-Digitation! Geil! Hier lohnt sich vor allem in der digitierten Form zu kämpfen. Hätte ich nicht gedacht. Cool. Echt cool.
Gut gemacht! Hi Zunumon! Tschüss Zunumon! Es gibt hier keinen anderen Weg. Wir müssen uns so rüsten. Dann können wir auch schneller Quests machen. Oh Gott! So, wo kann ich hier die Skill Points einsetzen? Hier, glaube ich. Irgendwo hier. Ah, da sind sie ja. Skill Points. Boom. Rising Destroyer. Ab Level 31 kann ich die nächste Attacke einsetzen. Okay. Und kaboom! Das ist gut. So kann ich stärker werden mit meinem Haupt-Digimon. Du kannst nicht durch Hügel sehen. Eigentlich müsste ich Dunkelheits-DNA. Daten suchen, nicht DNA. Weil die Tar hatten entsprechend etwa die DNA eines Dinosauriers. So ist es. Plötzlich bist du 29. Mein Digimon, ich bin stolz auf dich. Du hast kämpfen gelernt wie sonst kein anderer so schnell. Ich selbst bin Level 15. Wow. Übrigens gibt es hier auf diesem Gebiet, wo ich jetzt gerade kämpfe, auch die Quests, wo man die meisten EP bekommt. Denn hier erreicht man nämlich das Ultra-Level und sogar das Mega-Level in Rekordzeit. Man muss nur die Quest richtig machen. Wenn man richtig stark ist, dann kann man die auch hier machen. Denn je weiter man hier vordringt, desto unerträglicher werden hier die Digimon. Wieder Un-Skill-Points. Das Ziel kann keinen Kampf machen. Aber mit jeder Minute wird mein Wakescraymon stärker. So. Ich denke, so lange machen wir jetzt auch weiter. Glaube ich. Nein! Hallo! Irgendwas Dringendes ist da! Bitte kommt schnell! Sprich mit Mickey. Zum D-Terminal! Na dann!
Kann ich nicht einfach einen Jump Booster nehmen? Warte mal. Jump Booster, Jump Booster, Jump Booster. Wo ist denn dieses scheiß Ding? Hier. Western da. Und da. Und move! Haha! Das ist doch schön! Eine Abkürzung nach da. Ein bisschen Digisol aufladen und mal gucken, was die jetzt von mir wollen. Hallo, ihr Souveränen! So, wo haben wir dich denn? Migumi. Okay. Ab zu die Terminal. So. Oh, Belzebub, erschreck mich doch mal und du bist tot. So, Snowstorm Village. Was gibt's denn? Miki Kurosaki. Das ist ein Express zum Schneesturm. Du seist besser bereit für die kalten Temperaturen. Und im Schneesturmdorf trainieren zu können, musst du 10 Mega bezahlen. Wenn du nicht so viel zu bezahlen hast, dann solltest du nicht gehen. Du bist schneller gekommen, als ich dachte. Ich dachte, du hast länger gebraucht. Muss ich da hin? Na dann. Wie viel Geld habe ich? Es wird dir 10 im kosten. Willst du hingehen? Klar. Vielleicht bekomme ich auch Jump Booster Board. Aber ich war da schon mal. Hier gibt es auch seltene Digibank. Alles klar. Los, Agumon. Lass uns noch ein Chicken Combo in uns reinhauen und dann gehen wir mal los. Der Snowstorm Village. Der Schneesturmdorf im Herzen der Digi-Welt. Meine Digi-Soul geht runter. Kurata will schon wieder was von mir. Gott ist live. Danke. Was will der haben? Nein! Warum muss ich Gabumon töten? Es hat hier doch gar nichts getan. Gabumon. No, die nehmen alle meine Gabumons weg. Diese blöden Mega-Digimon, die das alles so schnell machen. Alter, ich hinrisch. Gabumon sind halt getötet worden. Sie gehen es mehr. Hallo, ich suche Gabu. Warum gibt es überall teuer Gabumons? Und warum zum Henker gibt es ja Pinguine? Ja, was ist denn für mir zu sagen? So, du hast mich endlich gefunden. Wir sind die Verteidiger von. Vom Dings, vom Gletscher-Area. Die Gletscher-Armee. Ich bin der Leiter der Gletscher-Armee. Pinguin Nummer 1. Was in der Welt bringt dich hierher? Pinguine, die sprechen können. Jetzt habe ich alles. Hast du mich schon wieder um Gabumon getötet? Das hebst nicht. Ich bin zurückdigitiert.